Der Telefontalk im WDR Fernsehen. 0800 220 5050. Domian. Anrufen und reden. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen zu unserer Donnerstagsausgabe, die auch heute wieder eine freie Themenausgabe ist. Und das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer für euch. Faxnummer 0800 220 5051. Und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Und wenn ihr faxt oder mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann schnell zurückrufen können. Ich bin gespannt jetzt auf meine erste Anruferin heute Abend. Und das ist die Marlene. Und Marlene ist 30 Jahre alt. Ich grüße dich. Hallo. Hallo Marlene. Hallo. Und was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es darum, dass ich verheiratet bin und dass ich eine Frau liebe. Aber du bist mit einem Mann verheiratet? Ja. Ja. Wie lange bist du schon verheiratet? Ich bin schon 3 Jahre verheiratet, aber zusammen sind wir 12 Jahre. 12 Jahre? Ja. Ja. Und du liebst nebenher, parallel quasi, eine Frau? Ja. Ja. Seit wann? Eigentlich seit letztes Jahr, Oktober, sind wir so ein bisschen zusammengekommen. Ja. Wer weiß davon? Eigentlich der Einzige, der jetzt vor kurzem mal was gesagt hat, das war einzig nur meine Schwester. Mhm. Und ansonsten weiß das keiner. Ja, und ja, hast du das auch ganz offen alles erzählt? Ja, da habe ich das ganz offen erzählt, weil wir auch ein gutes Verhältnis haben. Und so, nun liebst du eine Frau nebenher, was mir eigentlich so in der ersten Beurteilung relativ wurscht ist, ob das eine Frau oder Mann ist. Ja, für mich eigentlich auch. Ne? Aber ich höre erstmal jetzt daraus, dass Marlene kräftig fremd geht. Fremdgehen? Ja, weil das ist. Sie ist eigentlich so für mich meine erste große Liebe. Ja. Was empfindest du denn für deinen Ehemann? Noch oder überhaupt? Ich habe für meinen Ehemann eigentlich nie was empfunden. Du hast für deinen Ehemann nie was empfunden? Nein. Darf ich mal ganz, ganz indiskret fragen, warum du ihn geheiratet hast? Ich habe ihn geheiratet, weil ich eigentlich viel unter Druck gestellt wurde, dadurch, dass ich auch Kinder habe. Und, von deinem Ehemann? Ja, zwei sind unehelich. Ja. Er hat einen mitgebracht und ich. Und zusammen haben wir eins. Mhm. Und dann wer hat dich denn da unter Druck gesetzt? Eigentlich viel meine Eltern. Die haben mich selbst sehr unter Druck gesetzt. Ich guck mal gerade noch mal hier auf meinen Computer und da steht Marlene 30 Jahre alt. Ja. 30 Jahre alt. Und da lässt du dich von deinen Eltern unter Druck setzen und heiratest einen Mann, den du eigentlich gar nicht liebst? Ja, das ist. Ich weiß auch nicht. Das war so unter Druck und. Aber das ist ja mit Verlaub gesagt ziemlich bescheuert, ne? Oder? Ja. Ja, das weiß ich eigentlich nur im Nachhinein, das ist ziemlich bescheuert. Ja, aber wenn man es irgendwie definieren sollte, irgendwie erklären sollte, was sind denn das für Empfindungen, die du für deinen Mann hast? Sind es wenigstens freundschaftliche Beziehungen oder lebt ihr einfach so nebenher quasi wie in einer WG? Eigentlich leben wir so ziemlich freundschaftlich mehr. Hm. Schlaft ihr miteinander? Nein, schon seit ein paar Monaten nicht mehr. Ja. Ja. Kriegt er denn das irgendwie mit? Hast du den Eindruck, dass er irgendein Gefühl hat, dass da was nicht stimmt? Wittert er irgendetwas? Er weiß, dass er ahnt zwar, dass ich ein Verhältnis habe, aber er denkt nicht, dass das mit einer Frau ist. Mhm. Er denkt, dass es mit einem Mann ist. Ja, hat er dich denn da schon ein bisschen heftiger angesprochen? Hier, ich habe die Vermutung und was ist los und raus mit der Sprache und so? Also der hat, das ist einfach ein Mensch, der mich viel, also der mir nicht viel erlauben tut. Also der, ich habe angefangen ein bisschen zu leben, seitdem ich sie kenne. Du hast angefangen zu leben, seitdem du sie kennst. Aber er ist nicht gewalttätig dir gegenüber. Also der hat mich einmal vor kurzem eine Ohrfeige gegeben. Mhm. Weil ich einfach nur,
die Vergangenheit. Ich hatte eine schwere Vergangenheit auch. Ja. Und weil mit 30 möchte ich auch anfangen, mal ein bisschen, einfach nur ein bisschen mal zu leben, mhm. um mein Leben ein bisschen zu machen. Und warum hat er dir die Ohrfeige gegeben? Weil ich einfach, er denkt, dass ich keine Zeit mehr für ihn habe. Aha. Dass ich mir einfach die Zeit nicht nehme, Marlene, sondern für meine Freunde und... Jetzt will ich immer was sagen. Eigentlich müssen wir gar nicht weiter groß reden. Ich habe jetzt zwei ganz entscheidende Sachen von dir gehört. Nämlich, dass du eine Frau liebst, dass du da einen Menschen liebst, das ist nun mal zufälligerweise eine Frau, die für dich was ganz Tolles darstellt. Du sagst, seitdem lebe ich. Das ist eine Liebe, Zärtlichkeit, alles, was dazugehört. Ja. Ne? So habe ich es verstanden, so hast du es mir gesagt. So, und auf der anderen Seite hast du mir gesagt, dass du für deinen Mann im Prinzip überhaupt gar nichts empfindest. Ja. Und dass du ihn unter Druck geheiratet hast. Ja. Was folgt denn daraus? Ja. Ne? Was daraus folgt, das ist schwer. Nee, das ist überhaupt gar nicht schwer. Das ist die einfachste und klarste Sache der Welt. Raus aus der Ehe. Ja, das Problem ist einfach nur, ich hätte den Schritt eigentlich schon machen sollen, wo er mir schon die Ohrfeige gegeben hat. Sehe ich auch so. Sollte ich schon den Schritt machen, mhm. aber ich finde, er droht, ich hatte das schon mal, das hat jetzt auch gar nichts mehr mit ihr zu tun. Mhm. Er hatte schon damals mal gesagt, dass ich mich auch trennen möchte mhm. und einfach nur mal ein bisschen den Abstand brauche. Ja. Und er mir droht, mir meine Kinder wegzunehmen und aber da komme ich nicht mit zurecht. Nee, da würde ich mich jetzt erstmal gar nicht bluffen lassen von ihm. Sondern ich würde mich an deiner Stelle sehr gut schlau machen. Das heißt, ich würde zu einem Rechtsanwalt gehen und ich würde an deiner Stelle auch mir eine psychologische Unterstützung holen. Ich glaube, die hast du auch nötig und die tut dir auch gut in deiner Situation. Mhm. Aber das Ziel und die Prämisse und die Überschrift über alles muss sein, raus aus der Beziehung so schnell wie möglich. Ja. Es ist Lug und Trug, die Beziehung. Dir tut es nicht gut, er hat dich geschlagen und du hast sogar das Glück, einen anderen Menschen zu lieben. Also raus da. Das finde ich auch. So schnell wie möglich. Ich habe in dieser Sendung immer einen Psychologen dabei, Marlene. Ja. Vielleicht weißt du das. Heute Nacht ist es eine Psychologin und die heißt Elke. Ja. Und ich möchte, dass du mit Elke jetzt weitersprichst. Die wird dir noch einige sehr praktische Tipps geben können. Und von meiner Seite aus wünsche ich dir wirklich toi, 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 Kraft und gutes Gelingen, dass du jetzt einen Schritt machst, wahrscheinlich zum ersten Mal so in dein eigenes Leben rein, ne? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Und das sei dir sehr gegönnt und ich wünsche es dir von Herzen. Jo, danke schön. Alles Gute, Marlene. Du legst auf und die Elke ruft dich gleich an. Ja, gut, alles klar. Tschüss, auf Wiederhören. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr auch gerne mit mir reden wollt, völlig wurscht über welches Thema, dann ruft an. Das hier ist eine Live-Telefon-Talkshow und wir können uns über alles Mögliche und auch und alles Unmögliche unterhalten. 0800 220 50 50. Die Telefonnummer, die Faxnummer 0800 220 50 51 oder die Mailadresse, die ist auch eingeblendet. domian@wdr.de. Weiter geht es jetzt mit Anna. Und Anna ist 21 Jahre alt. Hallo? Hallo Anna. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, danke gleichfalls. Guten Abend. Hallo. Und was geht's bei dir? Also bei mir geht's darum, ich bin jetzt 21 mhm. und ich bin mit 14 Jahren vergewaltigt worden mhm. von zwei Männern oder Jungs, die waren damals 19. Ja. Ich kannte die auch. Ich habe die mal im Schwimmbad, glaube ich, kennengelernt und es war eigentlich so eine lockere Bekanntschaft, also Freundschaft. Ich hatte damals auch noch nie mit einem Jungen geschlafen oder so, also gar nichts. Und wir wollten damals irgendwas unternehmen. Und da haben sie halt gesagt, ob ich mal mit ihm zu Hause, zu dem einen nach Hause kommen möchte. Sie hätten was vergessen. Und da habe ich mir halt auch nichts dabei gedacht. Und als wir da ankommen, war das ein Hotel. Aber und da kanntest du sie schon ein bisschen, die beiden Jungs. So ungefähr ein halbes Jahr. Ja. Ach so, und hattest auch entsprechend Vertrauen und das war so okay. Ja, es war okay, weil die hatten ja vorher nichts getan. Ja. Was ist dann weiter passiert? Ja, dann sind wir eben da hochgegangen. Da habe ich halt gemeint, was er denn vergessen hätte. Und hat haben da halt sofort angefangen, sie hätten nichts vergessen, ich soll mich ausziehen und... Ich unterbreche nochmal, das ist da gerade, glaube ich, ein bisschen untergegangen. Das war ein Hotel, in das sie dich gelockt haben? Ja, also da hat er wohl auch gewohnt, das sah also auch so aus, als hätte er da gewohnt, und... Also warst du dann in dem Zimmer von dem einen und der andere war auch schon dabei? Ja, ja, die waren beide dabei und der Hund von dem einen. Und der Hund? Ja,
auf jeden Fall hatte ich dann halt auch wirklich keine Chance. Der eine hat mich festgehalten, der andere hat mich ausgezogen. Mhm. Die haben auch mit einer Pistole aus dem Fenster geschossen, um mir zu beweisen, dass sie es ernst meinen. Also, aber das muss doch jemand dann gehört haben, wenn es ein Hotel ja, war. Ja, das kann ich mir bis heute nicht erklären, aber es war eine Hauptstraße. Mhm. Also vielleicht ist das untergegangen, ja, das weiß ich halt nicht. Das war auch nicht nachts oder so, es war tagsüber. Also die Situation war so, dass die dich ausgezogen haben, du mit deinen 14 Jahren und völlig unerfahren, auch im Bereich Sexualität. Ja. Der eine hat in die Luft geschossen aus dem Fenster raus. Mhm. Da muss man doch als Jugendliche in einer Todesangst sein. Ja. Hatte ich auch, weil ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, weil das waren zwar keine Deutschen. Mhm. Meine Eltern waren da auch nicht so begeistert. Die haben immer gesagt, pass auf. Aber ich habe mir halt nichts dabei gedacht. Ich fand die auch nur nett. Also ich war nicht verliebt oder so, gar nichts. Wie ging das denn dann weiter in dem Hotelzimmer? Ja, der eine hat mich festgehalten, der andere hat mich ausgezogen. Dann haben sie mich nach einer Zeit ans Bett so nicht gekettet, sondern gefesselt mit irgendwas aus Leinen. Irgendwelchen Tüchern. Hm. Und dann haben sie mich halt vergewaltigt. Beide? Ja, gleichzeitig. Hm. Und die hatten halt, und dieser eine, das ist eigentlich auch das Problem, weil ich habe 3 Jahre Therapie gemacht und hatte das eigentlich auch überwunden, ja. Hm. Nur der eine hat einen Hund gehabt. Ja. Und ich wusste halt damals nicht, was das für eine Rasse ist. Und irgendwann fanden sie es halt ganz lustig, als sie beide fertig waren und auch mit dem Nervenbuhl fertig. Fanden sie es halt sehr lustig, dass sie dann den Hund haben mich ablecken lassen, ja. Überall. Und das fanden sie halt. Der Hund hat dich an. Ja, überall. Auch am Geschlechtsteil abgeleckt. Ja. Und das fanden sie halt total lustig, haben sich darüber lustig gemacht und ich. Also, Anna, halt mal eben inne, was hast du da mitgemacht? Das ist ja unglaublich. Ja. Ich sehe dich da als 14-jähriges Mädchen festgebunden auf einem Hotelbett. Von 2 Typen vergewaltigt und dann sind die auch noch so pervers und lassen den Hund dich ablecken. Ja. Was war das für ein Hund? Also im Nachhinein weiß ich jetzt, dass es ein Boston Terrier war. Das sind so kleine, ne? Ja, das sind so furchtbar halt und das ist eigentlich auch das Problem, weil ich hatte 3 Jahre Therapie gemacht, da wurde auch sehr stark der Hund behandelt, weil ich halt ein bisschen gestörtes Verhältnis seitdem gerade zu Hunden habe, wenn ich sehe, dass die jemand ablecken, das mag ich überhaupt nicht. Aber besonders die Rasse, nur ich wusste halt nicht, was das für Hunde sind. Ich hatte auch noch nie so einen gesehen. Ja. Und dann habe ich halt vor einem Jahr meinen Freund kennengelernt, über einem Jahr. Und der hat genau so einen Hund, wie aus dem Gesicht geschnitten. Und als ich ihn kennengelernt habe, hat er mir schon gesagt, mich gibt's nur im Doppelpack, mich um meinen Hund. Und da habe ich mir halt nichts dabei gedacht, ja. Ja gut, aber im ersten Moment hast du wahrscheinlich aber direkt Angst gehabt und die ganzen Erinnerungen. Ja, mein Hund hat mir schon mal erstmal gelangt, ja. Mhm. Und dann auch noch derselbe, der gleiche. Ja, das gleiche. Wusste ich ja damals noch nicht, weil wir haben uns in einer Disco, wo ich nebenbei gearbeitet habe, kennengelernt. Ach so, da hattest du den auch gar nicht gesehen? Nee. Und da habe ich nur gesagt, ah ja gut. Und dann bin ich ungefähr nach 4 Tagen, haben wir uns mal bei ihm zu Hause getroffen, da ist mir der Hund entgegengekommen. Jetzt bist du mit ihm ungefähr ein Jahr zusammen. Über ein Jahr, ja. Über ein Jahr. Und das hast du jetzt ein Jahr ausgehalten? Ja. Und das Schlimmste ist halt daran, deswegen weiß ich halt auch nicht mehr, was ich machen soll, weil ich rede mit Freunden, die sind meiner Meinung. Mhm. Er erzählt es natürlich nicht sein, aber ich habe mit ihm vor einem halben Jahr erst darüber geredet. Mhm. Er hat sich halt immer gewundert, warum ich diesen Hund so hasse und warum ich das hasse, wenn der Hund ihn ableckt oder so. Das hat er halt nicht verstanden. Und da habe ich ihm das erzählt. Ja. Und da hat er gesagt, das glaubt er mir nicht. Er glaubt nur, dass ich den Hund nicht mag. Habe ich gesagt, hör mal zu, das kostet mich ganz schön Überwindung, dir das zu erzählen. Ich erzähle das nicht einfach, weil ich den Hund nicht mag. So, und jetzt geht es seit einem halben Jahr so, dass er sich weigert, irgendwie den Hund abzugeben oder irgendetwas zu unternehmen. Und er glaubt dir das auch nicht wirklich. Also ich denke mal, mittlerweile, wir hatten heute auch wieder Streit darüber, dass er das mir schon glaubt. Aber er hat einfach gesagt, sein Hund ist so süß und er tut ihm so leid, weil ich den ja so missachte. Und Anna, nach diesem unglaublichen Vorgang, den du da hast mitmachen müssen mit 14. Sind diese Typen angezeigt worden? Ja. Ja. Zu was sind die verurteilt worden? Der eine, der den Hund hatte, dem das Hotelzimmer gehört hat, zu 1 Jahr 3 Monate auf 3 Jahre Bewährung. Mhm. Und der andere auf ein halbes Jahr auf 2 Monate, auf 2 Jahre Bewährung. Na bravo, bravo. Ich gratuliere diesen deutschen Richtern, weil wieder die so ein Urteil gefällt haben. Unglaublich. Ich bin wirklich fassungslos. Ja.
Wie kann man denn so ein Urteil fällen, wo ein Mädchen so unglaublich gequält wird? Sie haben mich gefragt, was ich anhatte. Und da habe ich gesagt, es war halt Sommer. Ich hatte halt eine ganz normale kurze Hose an. Mhm. Ja, ob ich sie gereizt hätte. Das war eigentlich schon alles. Unglaublich, unglaublich. Ja. Unglaublich. Also es gab eine Gerichtsverhandlung. Mhm. Das heißt, es gab wahrscheinlich auch Zeitungsberichte über den Vorfall. Also es gab zwei, drei Mal bei uns, aber das war halt dann anonym, ohne Name. Ja. Gut, aber deshalb geht mir nicht in den Kopf, dass dein Freund dir das nicht glaubt. Das ist doch nur nachweisbar, dass alles so war, wie es war. Ja gut, ich meine, die Zeitungsberichte, ich glaube, die haben meine Eltern, ich selber, wieder gar nicht so mehr. Anna, jetzt aber mal zu dem Problem. Das habe ich jetzt sehr gut verstanden und ich glaube, jeder Mensch, der jetzt zugehört hat, wird absolut Sympathie und Nachempfinden haben, was deine Situation anbelangt. Natürlich wird das ein ganz süßer Hund sein, der natürlich auch nichts dafür kann. Ja, nee, auf keinen Fall. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn man so ein Martyrium durchgemacht hat wie du, muss man das verstehen, dass du in Sachen Hunde und vor allen Dingen, was diese Rasse anbelangt, dass du da schwach ziehst. Ich muss dir ehrlich sagen, dass ich auch entsetzt bin über das Verhalten deines Freundes. Als Freund, wenn man so eine Geschichte hört, muss man erstmal wirklich vor Mitleid letztendlich... Das habe ich ihm auch gesagt. Jedem anderen streibt eigentlich die Tränen in den Augen, es wird nur sehr wenige. Ja. Aber du sagst auch, der Hund tut mir so leid, er kann noch nichts dafür. Ja. Eigentlich finde ich, dass er erstmal großes Mitleid haben müsste mit dir. Dass er auf der Basis eurer Liebe irgendeine Lösung finden müsste, dass dieser Hund, man kann es ja verstehen, dass er auch eine tiefe Bindung zu dem Hund hat. Verstehe ich auch. Ja. Aber ich finde, dass die tiefe Bindung zu einer Freundin, zu einem Partner, mehr wiegt, vor allen Dingen, wenn so ein Unglück geschehen ist, als die Verbindung zu einem Hund. Vielleicht gibt es da irgendeine andere Lösung, die weiß ich jetzt nicht. Ich möchte dich aber auf jeden Fall bestärken, dass ich das völlig in Ordnung finde, dass du darauf aufmerksam machst. Und ich finde es auch nicht penetrant, wenn du sagst, hier, ich kann mit dem Hund nicht auskommen. Gut, ich habe ihm heute nochmal gesagt, da hat er gesagt, ich gebe meinen Hund nicht weg, da musst du mich verlassen. Das ist halt, da muss ich ihn verlassen, er gibt ihn nicht weg. Anna, ich will dir mal was sagen. Das ist jetzt, ja, es ist auch böse gemeint, aber es ist auch ehrlich gemeint. Ist aber auch ein Scheißfreund, wenn er sich so verhält, will ich dir sagen. Hast du denn bisher so in diesem Jahr den Eindruck gehabt, dass der schon dich sehr lieb hat? Und habe ich auch gesagt immer. Ich habe halt immer, er ist total der liebe Mensch, wirklich. Also ich bin vom Mensch her mit ihm total glücklich. Nur er ist halt, ich habe zu ihm gesagt, wenn ich mit jemandem eine Beziehung führe, möchte ich auch, dass der jemand mein Freund ist. Und das ist er halt. Er kann sehr schlecht zuhören und er kann sich nicht in andere Menschen versetzen. Aber gerade, na gut, das sollen wir uns wundern, gerade bei so einer schlimmen Geschichte müsste das doch das A und O sein, dass er sich hineinversetzt. Ja. Ich weiß halt nicht. Ich wäre zumindest an deiner Stelle, wenn ich du wäre, sehr irritiert und sehr enttäuscht. Und das würde meine Liebe zu diesem Mann auch sehr anknacksen, sage ich jetzt mal. Und wenn es darauf hinausläuft, dass ihr euch trennt und er das sogar in Kauf nimmt, ja, hat er gesagt. Dann ist das letztendlich, finde ich, aber auch der Beweis, dass er ganz tiefgründig dich nicht liebt, finde ich. Ja, das habe ich auch gesagt. Er hat halt gesagt, er hat den Hund 8 Jahre, er hat mit ihm viel erlebt, das stimmt auch, das weiß ich. Er hat eine Scheidung hinter sich und so, aber der Hund hat mit ihm viel mitgemacht, aber ich kann einfach, ich weiß halt nicht, ich will jetzt meine Wohnung kündigen, die ich selber habe, und hierher ziehen. Aber ich weiß einfach nicht, ob ich das kann, weil der Hund ist zwar schon älter, aber ich halte es halt nicht mehr aus. Nein, also ich stehe da ganz voll auf deiner Seite und ich finde die Forderung und die Bitte legitim, dass man diesen Hund von dir fernhält. Und wenn er das nicht schafft und nicht kann, sagt das ganz viel aus. Du hast gerade gesagt, dass du lange in Therapie warst, in psychologischer Behandlung. Bist du das immer noch? Nee, war ich von 14 bis 17. Und ich habe eigentlich auch, also so habe ich es eigentlich überwunden gehabt, ja. Ja. Ich habe noch ein bisschen Angst, aber manchmal. Aber jetzt bricht das ja wieder irgendwie auf. Ich habe zu ihm gesagt, du kannst mir auch wirklich, und das ist mein Ernst, jeden Tag einen von diesen Männern vor die Nase setzen. Das ist für mich genau dasselbe. Gut, ein gutes Beispiel. Liebe Anne, ich möchte vorschlagen, dass du auch wenn du schon viele Therapien gemacht hast, dennoch jetzt auch noch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Meine Meinung ist ganz klar, die habe ich dir gerade gesagt. Ja.
und zieh dein Ding durch. Ich habe völliges Verständnis dafür. Ja, also findest du es auch nicht übertrieben? Überhaupt nicht. Ich finde es vollkommen nachvollziehbar. Ja. Du legst bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay, gut. Alles danke, Liebe und alles Gute. Danke, tschüss. 0800 220 5050, unsere kostenfreie Telefonnummer, extra für euch kostenfrei geschaltet. Und die kostenfreie Faxnummer 0800 220 5051. Tina, 19 Jahre alt. Hallo Tina. Hallo Domia. Hallo Tina. Um was geht's bei dir? Was ist dein Thema? Mein Freund ist mein Thema. Dein Freund? Warum? Was ist da los? Mit dem bin ich jetzt schon fast 2 Jahre zusammen. Mhm. Bloß ich bin halt absolut unzufrieden mit unserer Beziehung. Weil wir ständig streiten. Ich darf mich mit meinen Freunden nicht treffen. Da war gerade ein Störer in der Leitung. Er will nicht, dass du dich mit deinen Freunden triffst. Nee, will er nicht. Mhm. Weil er meint, das ist kein guter Einfluss und so. Mhm. Und ich fühle mich halt nicht eingeengt von ihm. Du flüsterst so. Ist er in der Wohnung? Nein, aber ich bin gerade nicht zu Hause. Ja. Und deswegen möchte ich nicht so, dass die Leute hier mitbekommen. Ja, ja. Geht das denn die ganze Zeit schon so, seitdem du mit ihm zusammen bist? Ja, nach 2 Monaten fing es halt an, dass wir uns ständig gestritten haben. Wohnt ihr auch zusammen? Nein. Das nicht, aber er hat so ein Auge auf deine Aktivitäten, was du machst? Ja, weil ich ihm halt alles erzähle, was ich mache, weil ich denke, ich sollte ehrlich und offen sein zu ihm. Jetzt sag mir mal noch ein paar konkretere Beispiele. Also du sagst, er will nicht, dass du dich mit deinen Freunden triffst. Heißt das auch, dass er was dagegen hat, wenn du dich mit deinen besten Freundinnen zum Beispiel triffst? Nee, das hat er inzwischen schon akzeptiert. Aber zum Beispiel darf ich kein freundschaftliches Verhältnis zu meinem Ex-Freund haben oder zu irgendwelchen Jungs, die er nicht kennt. Passt ihm nicht, wenn ich alleine weggehe, aber mit mir weggehen will er auch nicht. Ja, wie soll's denn? Das heißt, du sollst in deinem Zimmer sitzen und warten, bis er irgendwann mal Lust hat, irgendwas mit dir zu machen? So ungefähr. Wie reagiert er denn, wenn du dann doch Sachen machst, die er nicht will, die er dir verboten hat? Ja, dann kracht es ziemlich. Bitte? Dann kriege ich Sachen zu hören wie, ich sollte doch auf seine Gefühle achten und wenn ich das dann nicht mache, was er möchte, dann kriege ich immer zu hören, er würde mir nichts bedeuten. Ist er auch handgreiflich oder aggressiv? Ja, aber nicht so oft. Das ist jetzt in den 2 Jahren 3-4 Mal vorgekommen. 3-4 Mal hat er dich geschlagen? Ja. Das finde ich schon verdammt oft, muss ich dir sagen, Tina. Wie hat er dich denn geschlagen? Was macht er denn dann? Ja, er wirkt mich oder tritt mir in den Magen. Und das findest du nicht schlimm? Doch. Ich finde es schlimm sogar. Er würgt dich und tritt dir in den Magen? Ja. Ist er dann besoffen, wenn er das macht? Nee, er trinkt so gut wie gar keinen Alkohol. Wie alt ist der junge Mann denn eigentlich? 18. 18 erst. Und ich weiß halt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich rede sehr oft mit ihm darüber, weil ich ihm sage, das kann so nicht gehen. Ich bin ja auch seine erste feste Freundin. Wie rechtfertigt er denn dieses Verhalten? Du hast es gerade angedeutet, dass du nicht genügend Rücksicht auf seine Gefühle nimmst, oder wie begründet er das? Ja, das ist halt, er ist der Meinung, wenn er irgendwie was sagt, was er nicht so gerne möchte oder so, dass ich das respektieren sollte und das dann auch so machen sollte, wie er sich das wünscht. Und ich wäre auch bereit dazu, das zu tun, aber dann denke ich, sollte er meine Bedürfnisse genauso erfüllen und so, das tut er halt nicht. So sehe ich es auch. Aber deine Bedürfnisse interessieren ihn gar nicht. Deine Gefühle. Doch, wenn wir in Gesprächen, wenn wir uns jetzt unterhalten, dann interessiert ihn das und dann sagt er auch immer, ja, er ändert das und er gibt sich Mühe und so, aber es kommt nichts dabei rum. In 2 Jahren, denke ich, hätte es sich schon so ändern sollen. Tina, ja, du hast völlig recht, es hätte sich ändern sollen, dass er dann auch wirklich auf deine Gefühle Rücksicht nimmt. Genau, ja. Und es kommt halt. Wenn er dich geschlagen hat, wenn er so schlimme Dinge gemacht hat, wie dich gewürgt hat und so weiter, entschuldigt er sich dann hinterher mal? Ja, das tut er schon. Was empfindest du denn für diesen deinen Freund, der solche Sachen mit dir macht? Wenn er diese Sachen nicht tun würde. Nee, nix diese Einschränkung. Was empfindest du für ihn
als ganze Person mit allem drum und dran, eben inklusive dieser Sachen, die passieren. Inklusive dieser Sachen, denke ich mir, warum tue ich mir das an? So, ich bin noch jung, es gibt noch viele Männer. Weißt du, Tina, genau das habe ich gerade auch die ganze Zeit gedacht, während du erzählt hast. Warum tut sie sich das an? Warum macht sie sich so klein? Warum lässt sie sich so treten? Im symbolischen Sinne und eben auch im praktischen Sinne. Ja. Warum? Warum lässt du dich als Sklavin behandeln? Das ist weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich, wenn ich bei ihm bleibe, ihm doch zeige, wie viel er bedeutet, weil ich liebe ihn ja sehr. Wie kann man denn einen Menschen lieben, der einen würgt beispielsweise? Wie kann man einen Menschen lieben? Ja, in den Streitsituationen kommt es dann ja auch alles hoch und dann hasse ich ihn auch, dann könnte ich ihn auch umbringen. Ja, weißt du, Tina, wenn das jetzt alles mal einmal passiert wäre, wenn er dir einmal verboten hätte, du darfst das nicht machen, aber das geht ja jetzt so lange, wie du es gerade beschrieben hast. Und auch die körperlichen Übergriffe sind ja nur auch einige Male schon passiert. Ja. Kratzt das denn nicht ein bisschen an deiner Liebe zu ihm? Stellt das denn die Liebe nicht in Frage? Doch. Und ich sage ihm das auch jedes Mal. Letztendlich will er, ich habe den Begriff gerade ja schon gebraucht, behandelt der dich wie eine Sklavin, ne? Wer möchte Macht über mich haben? Er soll tun und lassen dürfen, was er will, aber ich halt nicht, weil ich halt seine Freundin bin. Ja, so Tina. Und jetzt müsstest du dem mal richtig die Grenze zeigen und ihm richtig was entgegensetzen. Und endlich mal auf den Tisch hauen. Das habe ich auch schon oft gemacht. Ich habe es auch schon gemacht, dass ich mich irgendwie erst mal wochenlang nicht mit ihm gemeldet habe, damit er selber mal dagegen soll. Nichts mehr mit melden und Chance und so. Ich meine mit auf den Tisch hauen, Schluss machen. Keine Chance mehr. Keine einzige Chance mehr. Was der mit dir angestellt hat jetzt die ganze Zeit, da ist er es nicht wert, dass er noch irgendwie eine kleine Chance bekommt bei dir. Dann kann er auch mal lernen, dass er so nicht mit Menschen, mit Frauen umgehen darf. Er mit seinen 18 Jahren der Supermacker, ne, und Macho. Ja. Weißt du, Tina, ich glaube, da musst du jetzt wirklich auch ein bisschen dich wiederum auch an die Kandare nehmen und dich am Riemen reißen und dir mal einfach die Situation klar machen, wie entwürdigend das ist und wie klein du dich machst und wie sehr er dich verletzt. Und ich glaube, dass es deinem Selbstbewusstsein verdammt gut täte, wenn du von diesem Mann wegkommst, von dem Jungen wegkommst. Ja, mein Selbstbewusstsein ist so gut in den Keller gerutscht. Glaube ich. Und deswegen gibt es da gar nichts mehr zu lösen oder zu regeln, finde ich, nach dem, was ich jetzt nur in diesen paar Minuten gehört habe. Da ist die einzige Lösung Trennung, aber absolut und radikal. In der Hoffnung, dass der nächste Freund, der nächste Mann, den du kennenlernst, dass der liebevoll und nett mit dir umgeht und dich mit deinen Gefühlen auch ernst nimmt. Und das ist genau das, was ich meinem jetzigen Freund auch erzähle. Sonst früher so, ich habe zwar schon Beziehungen vor ihm gehabt, aber ich habe die nicht so ernst genommen. Ich habe eher das so gemacht, dass die Jungs mir so weit wie möglich in den Hintern gekrochen sind und ich dann so gesagt habe, ja, mal sehen, so, aber bei ihm habe ich gesagt, das ist mir ernst und das ist mir was Ernstes und deswegen. Aber dann musst du jetzt einsehen oder erkennen, dass das eben nicht die richtige Liebe ist, die du da gefunden hast. Zur richtigen und guten Liebe gehören zwei Personen und so wie er dich behandelt, ist es nicht, das ist keine wirkliche Liebe, wirklich nicht. Nee, für mich nicht. Für mich macht das eher kaputt, als dass es mich glücklich macht. So, Tina, raus aus dieser Beziehung. Ich wünsche dir alles Gute und viel Kraft dafür und würde gerne mit dir nochmal reden. Dann kannst du mir erzählen, wir gehen jetzt in die Sommerpause ab nächste Woche. Ja. Aber wir haben deine Telefonnummer, würden dich gerne dann im September, Ende September nochmal anrufen. Dann erzählst du, was passiert ist, okay? Das würde mich freuen. Ja, mich würde es auch sehr freuen. Und ich wünsche dir gutes Gelingen und toi 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 für die nächsten Wochen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 0 Uhr 16 und 25 Sekunden. Das ist die perfekt gute Zeit für unsere erste kleine Postecke heute Nacht hier bei Domian. Ilka hat geschrieben aus Münster und Ilka schreibt, hallo Domian, ich bin ziemlich entsetzt über das, was du vorgestern in deiner Sendung gesagt hast. Du meintest, eine Frau solle sich nicht aufregen, wenn ihr Mann mal hin und wieder Pornos guckt. Ja, das habe ich gesagt. Ich finde, sie soll sich doch aufregen. Pornos gucken ist auch eine Variante des Fremdgehens.
Du bist doch sonst so für Treue und dagegen hast du nichts? Fragt Ilka, ganz rhetorisch. Dann zum gleichen Thema, Steffen 31 aus Neuruppin. Der schreibt, Hi Domian, ich muss mir leider sogar heimlich den Playboy kaufen. Einmal hat meine Freundin mich dabei erwischt und eine Riesenszene gemacht. Sie war total eifersüchtig auf die hübschen Frauen in der Zeitschrift. Ich verstehe das nicht. Von mir aus könnte meine Freundin jeden Tag Zeitungen mit nackten Kerlen kaufen. Das wäre mir völlig Schnuppe. Ich kann mit ihr aber nicht über dieses Thema diskutieren, also kaufe und lese ich heimlich. Und Sonja aus Braunau schreibt, Hi Domian, mein Mann und ich sind treue Fans deiner Sendung und besonders die Donnerstagsausgabe finden wir super. Ich bin jetzt im 8. Monat schwanger und wir freuen uns riesig auf unseren ersten Nachwuchs. Wir wissen allerdings noch nicht, was es wird und haben nun eine ganz große Bitte an dich. Gib uns doch bitte ein paar Tipps für schöne Vornamen. Was wären deine Favoriten? Also ich weiß nicht, ob ich da so der ganz gute Tippgeber bin. Ich bin, was so Vornamen anbelangt, sehr konservativ, klassisch orientiert. Dennoch habe ich jetzt mal vier Namen rausgesucht. Vier junge Namen und vier Mädelsnamen. Also, ich würde, wenn ich einen Knaben bekäme, den würde ich Paul nennen. Paul finde ich sehr schön. Ich würde ihn Hermann nennen. Knut finde ich auch sehr putzig. Oder ich würde ihn ganz klassisch Heinrich nennen. Heinrich finde ich auch sehr schön. So, und von den Mädels ist mein absoluter Favorit Emilia. Wir denken alle an Lessing oder auch nicht, aber Emilia finde ich ein sehr schöner Name. Dora gefällt mir auch gut. Johanna oder Brunhilde. Vielleicht hat es ein bisschen geholfen, diese Tipps. Ende der ersten Postecke in unserer Sendung heute Nacht. Jetzt geht's weiter mit euch. 0800 220 5050. Und diese Nummer hat Svenja gewählt. Svenja ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Svenja. Ja, über was reden wir, Svenja? Mein Thema ist, dass ich seit meinem 11. Lebensjahr auf dem Strich bin. Ich habe das akustisch nicht verstanden. Ich bin seit meinem 11. Lebensjahr am Arbeiten auf dem Strich. Ach so. Seit dem 11. Lebensjahr auf dem Strich? Ja. Und heute auch noch? Ja, teilweise. Ja. Wie kommt ein 11-jähriges Kind, das ist ja, muss man ja sagen, Kind, in diese Szene rein? Meine Mutter hat sich damals von ihrem, also von meinem Vater getrennt und hat danach halt einen neuen Typen kennengelernt. Und der war halt Barbesitzer, beziehungsweise mit anderen Worten, Zuhälter. Also Barbesitzer klingt ja noch ein bisschen geschmeichelt, ne? Ja. Der war Zuhälter. Ja. Und dann hat dieses Schwein das kleine Mädchen genommen und auf den Strich geschickt? Ja. Mit 11 Jahren? Mit 11 Jahren. Erinnerst du dich da genau dran an die ersten Tage? An den ersten Mann vielleicht, mit dem du es machen musstest? Ja. Erzähl mal, wie das für dich war, was da passiert ist. Der hat mich eines Abends hat der mich mitgenommen und meinte so, wir gehen jetzt was trinken, was essen. Und das war, lass mich jetzt nicht lügen, 7 Uhr, 8 Uhr abends. Mhm. Und dann sind wir halt in seine Bar gefahren und da saßen halt ein paar Mädels rum und da habe ich mir noch nicht irgendwie wirklich was bei gedacht, weil einfach zu jung. Und dann hat er mir eine Cola ausgegeben, eine Fanta, und dann sind wir irgendwann ins Hinterzimmer, hat mich halt aufs Bett gelegt und hat mich sozusagen dann eingeritten. Mhm. Und, also das war dann aber der Freund von deiner Mutter? Ja, genau. Das war der Barbesitzer, das war der Zuhälter? Genau. Der war der erste sexuelle Kontakt, den du über dich hast ergehen lassen müssen? Nicht der erste. Ich wurde mit 7 Jahren von meinem Vater missbraucht. Mhm. Bleiben wir mal bei der Geschichte, die du gerade angefangen hast zu erzählen. Also er hat dich da mit ins Hinterzimmer genommen. Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt hat er dich dann verkauft an andere Männer? Ja. Mhm. Was hat denn deine Mutter dazu gesagt? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihr. Wir haben irgendwie nie darüber gesprochen. Sie hat es doch damals mitbekommen, oder? Ich denke schon. Wir haben aber nie wirklich so darüber gesprochen, weil das halt ein Tabuthema war bei uns. Ja, aber was heißt, ich denke schon, wenn ein 11-jähriges Mädchen von einem Typ auf den Strich geschickt wird, wie oft hattest du denn da damals als Kind deiner
deine Einsätze oder wie soll ich das nennen? Am Anfang war es ein, zweimal die Woche und dann hat es sich irgendwann gehäuft auf jeden Abend. So, das muss doch eine Mutter mitkriegen und da muss eine Mutter doch skeptisch werden. Normalerweise schon. Hm. Ich denke, sie wusste es auch. Also anders geht doch gar nicht. Du hast heute keinen Kontakt mehr zu ihr, sagst du? Nein. Hm. Was denkst du heute über deine Mutter, heute 12 Jahre später? Machst du ihr Vorwürfe? Hast du sie? Ja. Hm. Du bist dann in diesen 12 Jahren, ist es dir nicht gelungen, aus der Szene rauszukommen? Nein. Die Drogen kamen dann noch dazu. Hm. Und du erzählst das auch mit einer großen Traurigkeit, höre ich, mit einer Schwere. Das heißt, du bist sehr unglücklich in deinem Leben, wie es bisher gelaufen ist und wie es sich im Moment darstellt. Ja. Hm. Sag mir mal noch ein bisschen Näheres über deine Gefühle zu deiner Mutter. Ich hasse sie. Hm. Anders kann ich es nicht sagen, weil es ist meine Adoptivmutter. Und irgendwie weiß ich nicht, warum sie mich adoptiert haben. Hm. Wenn sie dich denn so behandeln, ne? Ja. Hm. Hast du im Laufe dieser Jahre mal versucht, rauszukommen aus dem Milieu? Ja, einige Male. Ich habe Entgiftungen angefangen. Das Problem war, dass ich die wirklich nie durchgehalten habe. Mhm. Weil das halt mit einem klaren Kopf zu erleben, ich weiß nicht. Mhm. Da habe ich große Angst vor. Mhm. Weißt du, ich bin immer noch ganz entsetzt bei der Vorstellung, was dieser Mann damals mit dir als 11-jähriges Mädchen gemacht hat. Hast du nicht auch diese ersten Freier, die dann kamen, damals auch gehasst oder Ekel davor empfunden oder große Angst? Was waren das für Gefühle? Angst, Ekel, alles so auf einmal. Durcheinander. Hat er dir auch gedroht, dieser Stiefvater, Vater in Anführungszeichen, dass wenn du das nicht mitmachst, dass du geschlagen wirst, dass du umgebracht wirst oder irgend sowas? Er hat mir gedroht, dass ich dann wieder zu meiner leiblichen Mutter muss. Und das war für dich auch ein Horror? Ja, sicher. Mhm. Und dass ich halt... Erzähl. Und dass ich dann entzahlen muss, wenn ich dann nicht zu meiner Mutter komme. Mhm. Und das waren Vorstellungen, weil ich das schon mitgemacht habe, wollte ich nie wieder erleben. Verstehe. Wie arbeitest du heute? Arbeitest du auf dem Straßenstrich oder bist du in einem Haus, im Club? Ich arbeite heute auf dem Straßenstrich, ja. Wie viele Typen hast du pro Tag? Im Moment ist es ein bisschen unregelmäßig, aber wenn ich arbeiten gehe, 2-3 Stück am Tag. Ja. Arbeitest du für einen Zuhälter oder kannst du das Geld für dich behalten? Nee, für mich. Für dich. Auf wie viel Kohle kommst du da so in der Woche oder sagen wir mal im Monat, so im Durchschnitt? Es kommt drauf an, wie viel du am Tag halt verdienst. Die Preise gehen ab 25 Euro aufwärts. Ja. Und sag mal so einen Durchschnittswert im Monat, damit man sich mal so ein Bild machen kann. Ja, wenn du jetzt irgendwie 100 Euro am Tag verdienst, das dann mal 7, sind 700 und das dann mal 31. Das ist schon viel. Ja. Hast du auch noch ein Drogenproblem? Ja, ich bin ich werde substituiert. Ja. Das heißt, du kriegst Ersatzdrogen? Ja. Mhm. Was hast du genommen vorher? Kokain, Heroin? Nee, Heroin. Heroin. Mhm. Mhm. Das heißt aber, da ist ja so eine Hilfe im Moment im Gange, ne? Zumindest was die Drogengeschichte anbelangt. Ja, ich habe aber noch nebenbei so meine Rückfälle. Das heißt, irgendwie fehlt mir was dabei und irgendwie, ich kriege 60 Milliliter und Svenja, was ist denn dein Traum? Ich meine, man hat dir auch so viel angetan und deine Seele so kaputt gemacht mit dem, zu dem, was man dich da gezwungen hat durch das. Was ist denn dein Traum? Wie würdest du gerne leben? Ich möchte, was mein Traum ist, dass ich ursprünglich wirklich was mit Tieren machen wollte. Mit was? Mit Tieren. Tieren, ja. Ja, ich wollte Tierärztin werden oder Tierpflegerin. Mhm.
Aber das ist ja schon ein toller Traum und vielleicht auch ein toller... Ja, finde ich schon. Und auch ein tolles Ziel, wenngleich das auch sicher alles für dich noch in weiter Ferne ist und riesige Berge vor dir sind. Ja, aber ich finde immer so toll, auch wenn es einem noch so schlecht geht, wenn man zumindest einen Traum hat. Ich finde, ein Traum ist immer das Allerwichtigste im Leben. Ein Ziel hat. Und wenn es auch erstmal ganz weit weg ist. Ich finde, mir tun immer die Menschen so leid, die sagen, ja, ich träume von gar nichts, ich habe auch kein Ziel. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, das Problem ist halt, dass die Ziele immer halt wieder verschwinden, ne? Weil irgendwie geht es für dich dann auf. Nun weiß ich, ich bin jetzt im Moment nicht genau informiert, wie diese Gruppierungen heißen, dass es bundesweit so Netzwerke gibt von Huren, die aussteigen wollen. Und die sich da auch gegenseitig... Hast du da schon mal Kontakt aufgenommen? Ja. Aber? Ich hatte mit den ersten hatte ich schlechte Erfahrungen gemacht durch meine Tochter. Ich habe eine 3-jährige Tochter. Die ist in einer Pflegefamilie. Ja. Und den habe ich da nicht ganz unzuverdanken, also dass Zeit da ist. Und Gut, das können wir jetzt nicht auseinanderfusseln. Nee. Ich finde nur, dass ich bin davon überzeugt, dass du das nicht alleine schaffst, diesen Gewaltakt da rauszukommen und in das Leben zu gehen, das du gerne gehen möchtest. Ich finde, dass du jemanden an deiner Seite brauchst, der dir hilft dabei. Und da würde ich dir gerne erstmal jetzt eine Beratung meiner Psychologin anbieten. Mit dem Ziel wiederum, dass sie dir konkret Namen und Institutionen nennt, die dir helfen können. Ich finde nur so wichtig, deswegen möchte ich das nochmal zu dir sagen am Ende unseres Gespräches. Du hast wirklich verdammt viel einstecken müssen. Das können wir, glaube ich, als normale, die normal gelebt haben, bisher überhaupt gar nicht ermessen, was du alles hast erleiden müssen. Aber du hast nicht aufgegeben bis heute. Und du bemühst das dich. Ich habe nicht aufgegeben. Ich habe einige suizidalen Versuche. Ja, aber wir reden miteinander, wir beide. Ja. Wir reden miteinander. Und du versuchst auch mit dem Drogenproblem zurechtzukommen. So, deswegen möchte ich dir so sehr gerne ganz aus tiefstem Herzen Glück und Kraft wünschen, dass du immer dieses Ziel vor Augen hast. Dieses Ziel, irgendwann diesen schönen Beruf irgendwann zu ergreifen, mit Tieren was zu machen. Vielleicht sogar das Ziel zu erreichen, dass du dein Kind wieder bekommst und dass du in die Nähe deines Kindes kommst, was ja auch eine ganz, ganz wichtige Sache wäre. Ich weiß, es ist alles ungeheuer schwer und du wirst denken, der hat gut reden da im Fernsehen. Aber ich kann dich ja letztendlich auch nur ermuntern, Svenja, das zu machen. Weil ich glaube, wenn du es irgendwann schaffst, bist du so eine super reife Frau und hast so viel Erfahrung eingesteckt wie niemand anders und weißt wirklich, wie Leben funktioniert. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen, dass du es schaffst, Mensch. Danke. Und jetzt unterhält sich die Elke mit dir noch. Du legst auf und Elke ruft dich an. Ja. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss, Svenja. Tschüss. 0800 220 5050, Telefonnummer, Faxnummer 0800 220 5051 und die Fax- und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Frage, über was habt ihr Lust, euch mit mir hier zu unterhalten, live in der Sendung? Jetzt ist als nächstes der Richard dran. Richard ist 26 Jahre alt. Hallo Richard. Hallo, guten Abend. Hallo Richard, und was geht's bei dir? Ja, also mein Thema ist, ich bin Berufssoldat bei der Bundeswehr. Ja. Und habe vor einiger Zeit ein Verhältnis mit einer Ärztin, einer vorgesetzten Ärztin angefangen. Auch bei der Bundeswehr? Ja, auch bei der Bundeswehr. Ja. Was mir jetzt ein bisschen über den Kopf wächst, weil diese Frau ist verheiratet, ist auch älter als ich, hat Kinder, ist also mitten in einer bestehenden Familie, intakten Beziehung auch eigentlich. Aber du bist in keiner Beziehung? Ich überhaupt nicht, nein. Und hatte das auch eigentlich gar nicht angestrebt. Und es war eigentlich von vornherein klar, dass das, das hat sich auf so ein Flirt hinaus entwickelt und... Ach, jetzt ist er weg. Das ist aber schade. Das war der Richard. Den versuchen wir gleich nochmal zu bekommen. Dann frage ich meine Regie, mit dem wir weitermachen. Dann bin ich jetzt verbunden mit Elke. Und Elke ist 23 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo Elke. Domian. Ja. Was hast du gerade gesagt? Was denn? Ich habe dich nicht verstanden. Hast du Domian gesagt? Domian. Domian, genau, so ist es auch richtig. Böse gut. Sagen das ja auch schon mal ein bisschen anders. Was denn? Ich sag, böse Zungen sagen das ja auch schon mal ein bisschen anders. Stimmt. Elke, um was geht's bei dir?
Ja, ich habe Schwierigkeiten, zu meinem Punkt zu kommen. Mhm. Bist du in einer Beziehung? Ja. Wie lange schon? Seit 2 Jahren. Ja. Und du hast in dieser Beziehung noch nie einen Orgasmus gehabt? In der Beziehung nicht. Ich hatte schon vorher eine Beziehung gehabt und da kam ich. Mhm. Und da bin ich sehr ängstlich wieder zurückgezogen. Ich hatte tierische Angst davor. Moment, das habe ich auch nicht verstanden. Nochmal den letzten Satz. Ja, ich hatte schon einen Höhepunkt geregt. Den hast du bekommen, in der anderen Beziehung. Ja. Ja, aber in dieser Beziehung, in der aktuellen, die 2 Jahre jetzt alt ist, ist noch nichts passiert. Nein, weil ich tierische Angst davor habe. Warum hast du Angst davor? Weil das letzte Mal hatte ich... Ich kam, aber ich habe die letzte Minute, oder wo ich das gehabt hatte, hatte ich keine Luft mehr gereckt. Und die Kontrolle abzugeben, das ist ein Hammerproblem bei mir. Das heißt, du hast das Gefühl gehabt, bei dem Orgasmus oder kurz vor dem Orgasmus zu ersticken? Ja. Aha. Und deshalb hast du Angst, es so weit kommen zu lassen, weil du nicht wieder in diese Paniksituation gelangen möchtest. Genau. Du sagst es. Wie gehst du denn, wie verhältst du dich denn deinem Freund gegenüber? Weiß der um die Probleme? Hast du dem das erzählt? Nein. Das heißt, du spielst dem immer was vor? Ja. Hm. Warum hast du ihm noch nicht irgendwann mal von den Problemen erzählt? Weil ich Angst habe, dass er Schluss macht. Meinst du, er würde deshalb Schluss machen? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Hm. Fänd ich sehr schlimm, muss ich sagen, wenn er deshalb Schluss machen würde. Mhm. Im Prinzip müsste er stolz sein, dass du so viel Vertrauen hast und du ihm das alles so erzählst und ihn auch einweist in deine intimsten Probleme und Sorgen. Ja. Ne? Wie ist es denn, onanierst du, masturbierst du selbst auch? Nein, gar nicht. Warum? Überhaupt gar nicht. Warum nicht? Weil ich in meinem Körper, ich schäme mich über meinen Körper. Warum? Weil ich damals von meinem Vater vergewaltigt worden bin. Mhm. Und missbraucht worden bin. Ja. 2 Jahre lang. 2 Jahre lang? Ja. Wie alt warst du da? Von 12 bis 14. Vom eigenen Vater? Ja. Er hat richtig mit dir geschlafen? Ja. Mhm. Hat deine Mutter das mitbekommen damals? Nein. Ich habe damals eine Anzeige gemacht, aber einen Tag vorher habe ich die Anzeige noch zurückgezogen. Wie alt warst du, als du die Anzeige gemacht hast? 15. Das ist aber sehr mutig, wenn man mit 15 dann den eigenen Vater anzeigt. Wie kam es dazu, dass du dann doch diesen Mut gewonnen hast? Durch Betreuung, ja. Ach so, du hattest es jemandem schon erzählt dann? Ja. Mhm. Und aus Angst hast du es wieder zurückgezogen? Ja. Das heißt, er ist bis heute nicht bestraft und bis heute weiß das auch keiner genauer in der Familie. Genau. Hm. Hast du Kontakt noch mit dem Vater? Ja. Ich habe ihn auf einer Seite noch lieb, auf der anderen Seite hasse ich ihn über alles. Hm. Echt, du kannst ihn noch lieb haben, wenn der dich 2 Jahre als Kind sexuell missbraucht hat, wenn er dich vergewaltigt hat, wenn du mit deinem eigenen Vater schlafen musstest, dann hast du den noch lieb? Ja. Auch merkwürdig, ne? Ja. Hm. Aber sieh mal, Elke, ich glaube, da sind doch ganz viele Verstrickungen bei dir, die dazu führen, dass du so Probleme mit deinem Orgasmus hast. Ja. Ne? Das ist ja völlig klar, dass da ganz viel durcheinander ist. Hm. Auch die Tatsache, dass du dich nicht selbst befriedigst, dass du mir zur Antwort gibst, ich mag meinen Körper nicht, ich finde es ganz hässlich und fühle mich erinnert an damals, was passiert ist. Ja. Hast du denn mal im Laufe der Jahre, du bist jetzt 23, ja? Ja. Warst du mal bei einem Psychologen? In diesem Thema noch gar nicht. Hm. Würde ich ganz, ganz wichtig finden und für sehr richtig erachten, Elke. Ich habe Angst vor. Aber du hast überhaupt keine Angst, hier mit mir zu reden. In der Öffentlichkeit sogar, wo uns so viele Menschen zuhören. Ja, aber ich denke, stell mir das immer so vor, dass sie jede Minute nachdenke, so, wie war es damals? Mhm. Ich rede ja über
darüber kurz und mit dir, aber nicht extrem so. Ja. Aber weißt du, ich glaube, ich bin davon überzeugt, wenn du einen guten Psychologen findest, der weiß genau um die Sorgen und auch um die Ängste der Betroffenen. Ja. Zum Beispiel auch das, was du heute gesagt hast, dass man nicht ständig auch im Detail darüber reden möchte. Ich finde es so wichtig, dass Menschen, die so etwas erlitten haben, dass die sich professionelle Hilfe suchen. Weil letztendlich tust du das für dich, weil bei dir ganz viel durcheinander geraten ist durch das, was passiert ist damals. Ja. Und das ist genauso, wenn man krank ist, geht man zum Arzt und der kümmert sich dann um den Körper. Und so in deinem Fall solltest du zu einem Psychologen gehen und er kümmert sich um deine Seele und hilft dir wieder auf die Beine zu kommen. Und eben auch dann jetzt im Punkt der Sexualität, so fing unser Gespräch ja an, dass du da auch, ich sag mal, normal wieder wirst und dass du dich auch gehen lassen kannst und dass auch Spaß an der Sexualität hast. Das ist ja alles wichtig. Das stimmt. Ich schlage vor, dass wir dich gleich auch nochmal anrufen und dir auch noch ein paar Tipps geben und ein paar gute Ratschläge. Und würde mich freuen, wenn da irgendetwas so in die Wege geleitet würde bei dir. Okay? Okay. Also wir rufen gleich nochmal an. Danke. Alles Gute, Elke. Okay. Tschüss. Tschüss. So, zweiter Versuch. Richard, hallo. Hallo, hallo. Da war die Bundeswehr zwischen, die hat uns irgendwie gekappt, glaube ich. Ja, ich fürchte auch, die haben ihre Ohren überall. Genau. Also. Nein, hoffen wir es mal nicht, aber... Verliebt in eine vorgesetzte Ärztin. Leider nicht. Leider nicht? Nur das Verhältnis. Leider ach, Verhältnis, so war es, genau. Genau, also es war so, dass ich ein bisschen geflirtet habe mit dieser Ärztin, ja. Von der ich allerdings auch wusste, sie ist verheiratet. Ja. Kinder wusste ich noch nicht, aber das spielte dann ja auch nur eine untergeordnete Rolle. Ja. Und ja, dann hat sich dann nach so einer Veranstaltung auch ein bisschen was entwickelt, ja. Wie das nun mal so ist. Gläschen Sekt hier und ein Tanz da. Ne? Ja. Ich bin auch nur ein Mann, muss ich sagen, das ist eine sehr attraktive Frau. Ja. Naja, und dann ist es halt passiert. Hat sie direkt mit dir etwas zu tun? Hat sie sehr viel auch dienstlich mit dir zu tun? Ja, das ist der Haken. Also ich bin im fliegerischen Dienst und werde regelmäßig, also jeden Monat auf fliegerische Eignungen getestet, praktisch medizinisch durchgecheckt. Das ist sehr wichtig. Und dann wirst du von ihr untersucht? So ist es, ja. Mhm. Sie ist da die Stabsärztin, die leitet das Ganze dann auch. Mhm. Und also ich komme gar nicht drum rum, sie jeden Monat und alle zwei Wochen zu sehen. Mhm. Manchmal auch öfters. Und sie ist ja, um es nochmal klarzustellen, sie ist ja dienstgradmäßig auch überstellt. So ist es, so ja. Mhm. Und sie ist nicht meine direkte Vorgesetzte, aber wenn es hart auf hart kommt, hat sie schon einen höheren Rang. Ja. Ja. Für dich ist es nach wie vor eine Sexaffäre? Ich habe versucht, die Beziehung zu beenden. Ja. Und das ist nämlich mein Problem. Also bis dahin lief eigentlich alles ganz okay. Ja. Für sie hat das bekommen, was sie in ihrer Ehe halt nicht mehr bekommen hat. Ja. Sie ist, sagen wir nochmal, weil es gerade dann wegbrach, sie ist verheiratet, hat auch Kinder, ist in einer Beziehung. Mhm. Und die ganze Geschichte läuft ungefähr ein halbes Jahr, ne, wenn ich mich recht erinnere. Richtig, genau. Ja. Ja. Genau. So, du wolltest es beenden. Richtig, ich habe ihr dann auch gesagt, dass ich mir da sehr unwohl fühle, so eine Beziehung kaputt zu machen, eine Familie. Und das ist mir auch nicht, also ich suche auch schon was fürs Herz. Ich bin auch ein gewisses Alter jetzt ja. Und möchte auch nicht mehr hier durch die Diskotheken ziehen. Das möchte ich nicht und jedes Wochenende was anderes, sondern ich möchte auch was. Ja. So, das hast du gesagt. Das habe ich hier gesagt, ja. Geh mal mit dem Hörer näher ans Telefon. Ne, mit dem Mund näher an die Muschel. Das. Ja, sorry. Ja, so ist besser, ja. Hm. Super. Ja, ich habe ihr das gesagt und sie hat das eigentlich so ad hoc sehr gut aufgepasst und sagte, sie versteht das. Mhm. Ja, der Haken kam dann bei der nächsten Untersuchung, woraufhin sie mir für zwei Wochen die Flugerlaubnis entzog. Oh. An der haarsträubenden Geschichte, also aus Rache. Ja, ja, ganz klar. Mhm. Woraufhin sie mich dann auch in der privaten Unterredung, wo ich dann auch meinte, was das denn soll und ne, ich hatte immer gute Augen und ach, das war eine ganz komplizierte Geschichte. Mhm. Auf jeden Fall sagte sie mir dann auch ganz klipp und klar, sie fühlt sich von mir ausgenutzt. Aha. Dadurch, dass ich erst mitgemacht habe und dann hinterher sage, nee. Mhm. Mhm. Aber das Arrangement war doch irgendwie klar, ne, dass ihr erstmal nur auf der sexuellen Basis euch trefft. Ja, wir haben da natürlich nie drüber geredet. Richtig, ja. Und, ja. Aber wenn du mich fragst, für mich war das klar und ich bin mir der Meinung, das war eigentlich sehr unmissverständlich. Ne? Das heißt im Prinzip, was heißt das jetzt? Heißt das, dass die einfach das weitermachen möchte, dass sie weiter diesen sexuellen Kontakt haben möchte, neben richtig. Ihrer Ehe? Oder heißt das, dass sie sogar in dich verliebt ist und eigentlich noch mehr möchte von dir? Nein, ich glaube eher, ihr Problem ist, dass ich derjenige war, der gesagt hat, ich möchte das nicht mehr. Nein, und das geht gegen die Ehre der... Der Generalin oder was? Ja, so ungefähr. Oder ob es Frauenego ist, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht verallgemeinern. Ich weiß ja, sie reagiert jetzt zickig, ne? Völlig klar. Und sie hat die Macht in der Hand.
Genau, und du hast mir das dann vorgeführt, ne, dass ich am längeren Hebel sitze. Mhm. Wie ist das denn eigentlich so, ihr bekämt doch beide wahrscheinlich große Schwierigkeiten, wenn das rauskäme, ne? Ja, das Problem ist, der Verdacht kam mal auf und da hat mich unser Geschwaderkommodore zu sich ins Büro gerufen und sagte mir, der Verdacht wäre da und hat aber auch ganz diskret nicht gefragt. Er meinte auch, ich will jetzt nicht wissen, was daran stimmt. Er hat mir halt nur den ausdrücklichen Befehl gegeben, mich da fernzuhalten, privat. Und den habe ich natürlich dann auch missachtet, ne? Und sie sieht mich da jetzt natürlich auch ganz schön unter Druck jetzt. Wenn ich nicht so spure, wie sie möchte, dann, ne? Aber sie bekäme doch auch Schwierigkeiten. Tja, dann, das ist wieder so eine Frage. Ich habe dann hinterher, wir haben so einen psychologischen Dienst auch bei uns. Ja. Mit dem habe ich gesprochen und mich da auch anvertraut. Und die haben mir ganz klar gesagt, ich sollte das doch unter den Teppich kehren. Ja. Denn erstens, wenn das an die Öffentlichkeit käme, das wäre der Bundeswehr nicht zuträglich. Und zweitens, einer Frau würde man sowieso mehr glauben. Und dann kam die Dienstgradgeschichte. Da spielt dann die Glaubwürdigkeit eine ganz große Rolle. Und ich bin schon... Gut, ist okay, unter den Teppich kehren. Aber das löst ja noch nicht dein, ich sag mal, privates Problem. Dass die Frau dich quasi unter Druck jetzt setzt und ihre Macht, ihre dienstliche Macht ausnutzt, um dir das Leben schwer zu machen. Ja. Besteht denn die Möglichkeit, ich kenne mich nicht aus in den Strukturen der Bundeswehr, dass du dich irgendwie umbewirbst in eine andere Einheit oder dass jemand anders dich da betreut ärztlich? Also das Problem ist jetzt, ich bin, wie gesagt, 25 und noch recht neu dabei und es gibt eine Ausbildungsstaffel, sage ich mal, und die gibt es nur einmal in Deutschland. Und da ist es sehr schwer zu sagen, ich möchte woanders hin, ohne Nennung von Gründen. Also generell ist es schon schwierig. Pass auf, Vorschlag. Wenn du kannst ja noch mit ihr normal reden auch, ne? Oder ja, ist das, ja. So, jetzt, wenn ich jetzt mal richtig, das geht noch, ne? Ja, ja. Ja, so, wenn ich jetzt mal mit der jungen oder nicht mal so ganz, wie alt ist sie denn? Sie ist 34. 34, na okay. Wenn du mit der 34-jährigen Frau Doktor mal redest und sagst, pass mal auf, ich will es nicht mehr, die Sache ist für mich vorbei, ich möchte es nicht mehr, lass mich in Ruhe. Wenn du mich nicht in Ruhe lässt, lass ich alles richtig auffliegen und dann sitzen wir beide richtig in der Tinte, du und ich. Ich bin bereit, es in Kauf zu nehmen, lass mich aber in Ruhe. Was wäre dann? Ja, so ein Gespräch in der Art hatten wir schon. Und sie meinte dann, ja, ihr wäre es egal, sie würde es darauf ankommen lassen, man würde sehen, wie man mehr glauben würde. Und das war dann das Gesprächsende. Ne? Ah, knallharte Person, ne? Ja, ja, klar. Dann kann man sich schon gut täuschen manchmal. Ja, aber da würde ich mich nicht bluffen lassen. Dann würde ich es wirklich darauf ankommen lassen. Sie kommt in Schwierigkeiten. Und wenn sie ein bisschen clever ist, wird sie wissen, dass das... Auch wenn sie es abstreitet, dass es alles unangenehm ist und dass irgendwie was übrig bleibt. Eigentlich muss ihr daran gelegen sein, dass auch, das ist wie dein Kollege es schon gesagt hat, dass es unter den Tisch irgendwie gekehrt wird. Ja, also das Problem ist auch, dadurch, dass mich das auch so ziemlich belastet, muss ich sagen. Ich bin sehr abgelenkt auch im Job, was ich eigentlich nicht sein darf und mache dann auch Fehler in letzter Zeit. Was natürlich, man wird auch ständig beobachtet, sage ich mal, dienstlich und das ist natürlich auch nicht unbemerkt geblieben. Und ich bin da jetzt schon in Strukturschwierigkeiten gekommen, so dass es hieß, wenn du nochmal mir irgendwie querkommst, dann schreibe ich das in deine Beurteilung hinein. Ja, dass du da gar nicht geeignet bist, dann bin ich sowieso raus. Ja, das ist ja. So weit darf es nicht kommen. Also musst du jetzt musst du auch Courage zeigen. Und ich glaube, dass sie sehr blufft, sehr knallhart blufft. Da musst du es jetzt auch machen. Ich würde so auftreten. Außerdem muss sie doch Angst haben, dass das rauskommt bei ihrem Mann in der Familie. Ja, ich habe die ja auch kennengelernt mal und da sagte sie ja, sie hätte mit ihrem Mann ein recht offenes Verhältnis, der würde sie das machen lassen, solange sie ihm treu bleibt, verheiratet bleibt und sich um die Kinder kümmert. Ne? Also, naja. Und ich habe da auch so ein bisschen... Wenn es denn stimmt. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe da auch so ein bisschen Scheu vor, da jetzt hinzugehen und ihm das so zu offenbaren. Nee, das würde ich auch nicht machen. Ich würde ja, einfach jetzt... Meine Art. Nein, wie gesagt, nochmal mit der Frau wirklich ganz hart reden. Und ihr genau das androhen oder genauso auftreten, wie sie aufgetreten ist. Und es dann wirklich, ich würde es hochkochen lassen. Ja, würdest du den Bluff durchziehen und dann ich würd's durchziehen. Alle Register ziehen? Ja, alle ziehen. Was bleibt denn übrig? Sie macht dich doch zum Mackes. Momentan ist es ja so, dass ich mir das bieten lasse und dann ihr auch sexuell gefällig bin, sage ich mal. Ach so, weit geht es sogar noch, dass du sogar noch, das habe ich gar nicht so verstanden gerade. Ja, ja, klar. Das heißt, aufgrund des Druckes gehst du mit ihr auch noch in die Kiste. Ja klar, dadurch, dass sie mir die Fluglizenz entzogen hat, praktisch muss ich dann alle zwei Tage hin zur Nachuntersuchung und bei jeder dieser Untersuchungen darf ich dann die Hosen fallen lassen. Richard, das kann man auch Hurerei nennen, weißt du das? Ja, okay, es ist vielleicht ein bisschen was anderes, weiß ich nicht. Ja, ist auch mein Spaß im Endeffekt. Aber, ja gut, aber irgendwie, es hat schon üblen Beigeschmack, finde ich. Ja, und wenn du jetzt ein richtiger Kerl bist, dann musst du da wirklich den Strich runterziehen und das nicht mit dir machen lassen. Da käme ich mir sehr billig vor, muss ich ja sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass du dich
wo ist da der Unterschied? Vorher macht man es im Einverständnis und hinterher... Ja, der Unterschied besteht darin, dass du sagst, ich will es nicht mehr. Und die Dame dich dazu zwingt und sogar ihre Macht ausnutzt, die ihr da gegeben ist in der Bundeswehr. Das ist doch unglaublich und deshalb gehst du mit ihr in der Kiste. Ist doch krass, ist das, Mensch. Aber heftig. Tja, ich hab's mir nicht wirklich so gewünscht. Nee, das hat sich jetzt so ergeben, das ist mir schon klar. Du bist auch mit Schuld, weil du dich überhaupt drauf eingelassen hast, auf so eine Beziehung. Aber du musst gegen den Befehl noch und alles. Also ja, nicht in der übleren Position als sie, muss ich glaube ich sagen. Ja, mag sein, aber jetzt muss er Rückgrat zeigen und da rausgehen. Mit allen Risiken, die da verbunden sind. Mhm. Ich finde nicht, dass du einen guten Stand, dass du das ein gutes Bild abgibst im Moment, finde ich. Das mag sein. Also, sei ein Kerl, sei ein richtiger, harter Soldat. Also in den sauren Apfel beißen. So, aber ja. Mhm. Na dann Prost. Gutes Gelingen, Richard. Ja, tschüss. Danke dir. So, Freunde, zweite Postecke. Heute Nacht eine Mail habe ich gekriegt von Tim, 22 Jahre aus Eschwege. Und Tim schreibt, hi Domian, fettes Lob für deine Show, aber weißt du, was mich immer zur Weißglut bringt? Wenn Frauen rumjammern, dass ihr Partner nicht mit ihnen spricht. Mir geht das bei meiner Freundin tierisch auf den Geist. Alles muss besprochen werden, jede Gefühlsregung analysiert werden, jeder Seelenpups hat eine Bedeutung. Mann um Mann, Mädels, man kann auch vieles kaputt reden. Ingo, 28 Jahre, aus Leverkusen, schreibt, Mensch Domian, ich habe meinen Ohren nicht getraut. Montagnacht war ein Typ in deiner Sendung, der erzählte, dass er Tagebuch schreibt. Du warst ganz erstaunt und hast gesagt, du kennst keine Männer, die Tagebuch schreiben. Genau so war's. Ich kenne eine ganze Menge. Und, um gleich alle Vorurteile abzuwehren, wir sind nicht schwul oder sowas. Ich schreibe seit meinem 17. Lebensjahr Tagebuch. Für mich und meine Feelings ist das ganz wichtig. Und Nadine, 29, aus Potsdam, schreibt, hallo Jürgen. Ich möchte kurz Danke sagen. Ich wurde im April diesen Jahres Opfer einer Vergewaltigung. Ich war danach völlig fertig, habe niemandem etwas gesagt und mich unbeschreiblich geschämt. In den ersten Nächten danach habe ich kaum geschlafen und infolgedessen ganz oft eine Sendung geschaut. Und dank eurer Sendung und einem dort geführten Gespräch habe ich mich dann getraut, zur Polizei und zu einem Psychologen zu gehen. Beste Grüße und euch und allen Zuschauern alles Gute. Alles Gute auch zurück nach Potsdam an die Nadine. Und weiter geht's mit... Pia. Pia ist, wie alt ist sie? 42. Guten Abend, Domian, beziehungsweise Hallo. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Als erstes möchte ich dir ein großes Kompliment machen. Was mich an deiner Sendung fasziniert, ist, dass es dir mit deinem objektiven Urteilsvermögen immer wieder gelingt, den Leuten ihre eigene Kraft wieder bewusst zu machen, die sie glauben, verloren zu haben. Das ist ja nett, dass du sagst. Ja, aber so objektiv ist das gar nicht. Es ist schon. Ja, zumindest machst du knallharte Ansagen, auch wenn es unbequem ist und weist auch Themen ab, wo du wirklich sagst, das ist nicht okay. Und danke fürs Kompliment. Ja, also jetzt aber zu dir. Ja, mein Thema ist, ich möchte mit dir sprechen über das Thema Fetisch amputierte Frau bzw. amputierter Mann. Mhm. Ich bin 42, bin mit 26 Jahren, mit 26 Jahren einen Motorradunfall. Mhm. 3 Jahre wurde versucht, mit ca. 20 Operationen zu erhalten. 89 folgte die Amputation. Des Beines? Des Beines, ja. Des ganzen Beines? Bitte? Des ganzen Beines? Unterschenkelamputation. 20 Zentimeter unter dem Kniegelenk ist es erhalten worden. Mhm. Mhm. Und mit 26 ist man natürlich, denkt man an seine Eitelkeit. Und mein Gedanke war also nur, jetzt bist du für normal mein Tabu. Mhm. Und ich hatte dann einen Tipp bekommen auf einen Link im Internet. Das war ein Behindertenforum und mein Ziel war eigentlich, mich von Normalmann in Anführungsstrichen abzuwenden und einen Behindertenpartner zu suchen, weil ich mir gedacht habe, dass er durch sein Trauma seine Ansichten zum Leben vielleicht neu definiert hat. Ja, ja. Ich hatte eine Partneranzeige, eine Kontaktanzeige geschalten und bekam erstaunlicherweise über 50 Antworten darauf von Männern, die wirklich sich sehr als Gentleman verhalten haben. Ja. Und bis der erste Hinweis kam, sei vorsichtig, schicke keine Fotos von deinem Bein. Es gibt Männer, die amputierte Frauen verehren, die nennen sich Amelot. Mhm. Also dieser Fetisch heißt Amelotatismus. Ich weiß nicht, ob du da schon von gehört hast. Davon habe ich auch schon gehört, dass es wirklich Menschen gibt, die auf... Behinderte stehen und auf amputierte Menschen stehen, ja. Ja. Mhm. Da ich ein Mensch bin, der eigentlich alle Themen des Lebens hinterfragt und sich auch versucht, in andere Köpfe reinzuversetzen, habe ich mich auf diesen Kontakt eingelassen
und muss voraussetzen, damit das kein falsches Bild gibt, dass ich wirklich richtig tolle Menschen kennengelernt habe, die sensibel mit dem Thema umgehen. Aber du hast dich auf einen Kontakt eingelassen mit einem Mann, der eben genauso gestrickt ist. Den das sexuell erregt, dass ein Mensch, jetzt in deinem Fall eine Frau, ein amputiertes Bein hat. Richtig. Und wie, du hast ihn kennengelernt dann? Also ich habe nur ein oder zwei persönliche Kontakte gehabt. Mir geht's aber um die Gesamtkontakte. Also ich habe wirklich unheimlich viele mehr Kontakte gehabt. Es gibt in Parsimony ein Forum, das sich nennt Forum für den friedvollen Austausch zwischen Behinderten und deren Verehrern. Klingt ja noch ganz harmlos. Aber lass uns über dich weiterreden. Das ist spannender. Über deine konkreten Erfahrungen. Genau. Und ich möchte eigentlich heute von dir wissen, ob ich vielleicht zu sensibel bin und mir die Dinge zu sehr annehme oder ob ich noch richtig ticke. Und zwar kam in diesem Forum irgendwann die These auf, eine oberschenkelamputierte Frau ist sexuell erregender bzw. erotischer als eine unterschenkelamputierte Frau oder eine Frau mit Armamputation. Und als dieser Satz gefallen ist, wurde mir dann noch vorgeworfen, ich wäre mit meiner Unterschenkelamputation im Prinzip bloß neidisch auf eine Oberschenkelamputierte. Und dort ist mir wirkliches Blut gefroren. Jetzt lass mich erstmal fragen, hattest du bei all diesen Versuchen, hattest du mal einen körperlichen, sexuellen Kontakt mit einem solchen Mann, der auf sowas steht? Ja. Wie? Der Mann arbeitete in der Internetbranche. Lass mich mal ganz indiskret fragen. Ja. Wenn du mit jemandem ins Bett gehst, der explizit sagt, ich stehe auf amputierte oder unterschenkelamputierte Frauen, was ja schon sehr heftig ist. Wie läuft dieser Sex dann ab? Beschäftigt er sich nur mit dem Stumpf oder wie geht das? Das tut er, ja. Er betont zwar, die Männer betonen zwar natürlich, dass diese Amputation nur ein Eyecatcher ist. Ja. Und vergleichen das, was ich sehr verharmlost finde, mit der Vorliebe oder dem Fetisch für in Anführungsstrichen große Titten. Und ich glaube, dieser Vergleich hinkt ganz einfach. Den kann man nicht führen. Ich bin wirklich auch innerlich ziemlich irritiert und entsetzt, muss ich dir sagen. Also bei aller Toleranz, irgendwo ist auch mal Schluss, ne, finde ich. Wie hast du das denn dann in der sexuellen Situation empfunden, wenn der Typ sich dann nur an deiner Behinderung letztendlich aufgegeilt hat? Also ich muss sagen, dieser Mann war so, dass nach 3 Stunden oder nach 4 Stunden unseres ersten Dates eigentlich vergessen war, dass er diesem Fetisch folgt. Und ich habe meine Behinderung vergessen. Er hat mich als Mensch akzeptiert. Oder er hat es ganz geschickt eingefädelt. Ich weiß nicht, ob er es nur geschickt eingefädelt hat oder ob er mich wirklich als Mensch gemacht hat. Okay, aber du hast ja gesagt, in der sexuellen Handlung ging es dann hauptsächlich um den Behinderten, um das behinderte Bein. Wie hast du dich dabei gefunden, als der sich nur darum gekümmert hat unten? Also für mich war klar, dass die Kontaktaufnahme, ich hatte das so definiert, die Kontaktaufnahme der Männer erfolgt natürlich aufgrund der Amputation. Und dann stellt sich heraus, ob nur der Beinstumpf gemeint ist oder ob der Mensch gemeint ist. Und er konnte mir das Gefühl geben, dass ich als Mensch gemeint bin. Ja, aber du hast mir doch gerade gesagt, dass er in der sexuellen Handlung sich ja hauptsächlich um dein Bein gekümmert hat. Ja, also ich konnte... Frage ich dich auch, kommt man sich da nicht super bescheuert vor? Natürlich. Und gedemütigt und letztendlich auch... Ja. Man kann die Frage im Kopf eigentlich nicht klären, ob es um den Menschen geht, weil eben die Kontaktaufnahme wegen der Amputation nur erfolgte. Ja. Und, hat er denn dann mit dir auch noch richtig normal geschlafen? Oder? Ja. Das auch noch? Ja. So, der Kontakt ist dann aber kaputt gegangen danach, hoffe ich mal. Wir haben den beendet, weil die Entfernung zu groß war und sind aber gut befreundet. Also er konnte mir schon das Gefühl geben, dass er wirklich mich als Mensch und Freundin meint. So, aber ich höre aus all dem, was du erzählst und auch aus deiner Stimmlage so heraus, dass dir das Ganze suspekt irgendwie ist. Ja. Also als dieser Satz fehlt, mir geht es um den Satz. Diesen Satz, den du gerade zitiert hast, muss ich sagen. Hier, eine oberschenkelamputierte Frau ist erotischer. Genau. Also ich finde es... Also ich finde es pervers. Ich finde es pervers. Also irgendwo habe ich da, mag ich da auch keine, ich mag da keine Toleranz mehr haben. Also ich weiß nicht. Genau um diesen Satz geht es mir. Ich habe eigentlich versucht, den Männern klarzumachen, dass für mich ist das menschenverachtend und diskriminierend und für mich ist das wirklich fast am Rand, mit Zittern richtig der Hände, am Rand der Euthanasie. Ja. Wenn jemand sagt, oder wenn jemand einen Menschen an der Länge eines nicht vorhandenen Körperteils definiert, so. Und dieser Satz blieb in diesem Forum so stehen und wurde von diesem Webmaster auch noch unterstützt und hat gesagt, ja, dann bist du eben zu sensibel, dass man dir gegenüber das nicht äußern kann. Jetzt frage ich mich nur, Pia, wenn du da ein abstoßendes Gefühl hast, was ich nachvollziehen kann und ich hätte es auch, wieso treibst du dich da noch in diesem Chatraum? Das mache ich nicht mehr.
Ich wurde dann gesperrt, weil ich Fragen gestellt habe, die unbequem gewesen sind. Ich habe mich mit diesem Thema, auf dieses Thema eigentlich nur eingelassen, weil ich wirklich Männer kennengelernt habe, bei dem die einem das Gefühl nicht geben. Pia, ich will dir sagen, wenn ich mir vorstelle, ich hätte eine Behinderung, dann möchte ich von einem Partner so akzeptiert werden mit der Behinderung und geliebt werden, so wie ich bin. Ich möchte aber nicht in erster Linie von diesem Partner akzeptiert werden, weil ich auch eine Behinderung habe. Weißt du, das ist der große Unterschied, glaube ich. Die Männer versuchen, weißt du, die amputierten Frauen sind durch ihr Trauma, so wie es mir gegangen ist, in dem Glauben, ich bin für Normalmann nicht mehr attraktiv. Mhm. Das ist eine ästhetische Hürde, von der ich gedacht habe, dass die im Kopf der Männer ist, aber die ist in meinem eigenen Kopf. Mhm. Die musste ich lernen zu überwinden. Das ist mir damit gelungen. Mhm. Und ich habe am Anfang gedacht, gut, wenn der Mann okay ist und alle anderen Parameter stimmen, was die ja auch immer betonen, dann ist das okay und dann ist das hundertprozentige Körperakzeptanz. Aber dieser Satz, dass eine oberschenkelamputierte Frau erotischer ist, der hat mich so wach gemacht. Mhm. Und ich bin auch für dieses Forum gesperrt worden. Ich bin auch wirklich, mir hat man angedroht, wenn ich an die Öffentlichkeit gehe. Ich wollte von dir nur wissen, ticke ich jetzt noch richtig, wenn ich wirklich sage, dort ist für mich die Grenze erreicht? Na, das kann ich sagen. Ich finde, dass du völlig normal tickst und nachvollziehbar für wahrscheinlich die meisten der Zuschauer auch tickst. Wie sieht denn jetzt eigentlich so die Situation bei dir aus mit Partnern? Hast du es erstmal aufgegeben aufgrund dieser ganzen schockartigen Geschichten? Also ich habe nach diesem Satz, als der gefallen ist, dieser Vergleich dort wirklich auch kein Nachdenken erfolgte, habe ich dort auch die Frage gestellt, wie wirken zum Beispiel auch Narben, weil es geht ja nicht bloß darum, dass ein Stück Körperteil ab ist. Die meisten haben ja ein richtiges Trauma hinter sich. Mhm. Der Körper wurde als Ersatzteillager benutzt, das heißt, die sind vernarbt von Kopf bis Fuß. Ja, meine Frage war jetzt bezogen auf dich. Ja, also ich habe das Thema, heute ist der Tag für mich, an dem ich mich von diesem Thema verabschiede. Was heißt das von diesem Thema? Von dem Thema? Von diesem Gespräch hier. Ich weiß, dass da eine Menge zuschauen, weil mir im Prinzip auch, mir wurde das im Prinzip versucht zu untersagen, mich da an dich zu wenden. Aber ich lasse mich nicht einschüchtern. Okay, du hast dich von dem Thema verabschiedet, das finde ich auch sehr richtig. Ja. Aber meine Frage zielte darauf hinaus, aber du hast dich ja nicht verabschiedet, hoffe ich, von der Sehnsucht nach einer Liebe oder nach einer Partnerschaft. Ich bin in einer guten Beziehung mit einem Normalmann. Ich habe meine ästhetische Hürde abgebaut. Ach so. Der Mann findet mich komplett so, wie ich bin. Also wunderbar. Alles. Ja, das ist schön. Aber ich gebe dir völlig recht und bin da genauso entsetzt oder angewidert, wie du es auch gewesen bist. Und ich finde, das ist auch normal. Ich möchte bloß amputierte Frauen darauf hinweisen, dass sie oder ihnen sagen und auf den Weg geben, dass sie ihre ästhetischen Hürden in ihrem Kopf abbauen müssen und sich nicht einreden lassen, dass sie für normal mal nicht mehr attraktiv sind und dass diese Amelot die einzige mögliche Chance in ihrem Leben ist. Liebe Pia, wir müssen Schluss machen. Die Sendung ist gleich vorbei. Ich wünsche euch einen schönen Urlaub. Schön, dass wir gesprochen haben. Jo, tschüss. Okay, ciao. So, meine Lieben, das war ein gutes Stichwort. Wir gehen jetzt in die Sommerpause bis zum 22. September. Ich wünsche euch auch einen schönen Sommer und einen schönen Urlaub. Das war's für heute. Nacht hier von Domian. Ich wünsche euch auch noch sehr viel Spaß und gute Unterhaltung bei Nightwash Ultra jetzt im Anschluss. Ja, alles Gute. Bis dahin. Tschüss und bye bye. Ciao.